Neue Perspektiven für den Standort Bruck. Knapp vor der Gemeinderatssitzung, in der die Neustrukturierung für das Strategieforum vorgestellt wurde, gab es eine Pressekonferenz. Die wesentlichen Neuerungen und Änderungen für den Standort Bruck wurden definiert. Bruck zwischen der zweitgrößten Stadt der Steiermark Leoben und der Industriestadt Kapfenberg im Mittelpunkt oder in der Zwickmühle? Ich würde das nicht als Zwickmühle betrachten. Es ist so, dass die zweit-, dritt- und viertgrößte Stadt der Steiermark wie an einer Perlenkette aneinandergereiht direkt nebeneinander liegen. Das ist natürlich für uns in der Mitte und als kleinere Stadt durchaus eine Herausforderung, aber ich denke, es gibt hier tolle Ergänzungsmöglichkeiten und wir wollen uns mit unseren neuen Wirtschaftsstrukturen, die wir im nächsten Jahr umsetzen wollen, ein entsprechendes Angebot an Investoren, an Wirtschaftstreibende in unserer Stadt richten. Wir wollen einen One-Stop-Shop einrichten, um hier wirklich eine entsprechende Unterstützung für Betriebsgründer, für Neuansiedler auch entsprechend anbieten zu können. Und darüber hinaus wollen wir auch das Stadtmarketing völlig neu organisieren, auf neue Beine stellen, um unsere Stadt natürlich auch nach außen entsprechend darzustellen und interessant zu machen. Einen wichtigen Teil im künftigen Strategieforum steuert die Wirtschaft bei. Ja, das Strategieforum hat eigentlich die Aufgabe, ein neues Leitbild für die Stadt zu entwickeln und eine spezielle Positionierung zu finden zwischen diesen beiden Nachbarstädten. Das wird ein Nachdenkprozess sein, der über das erste Halbjahr 2016 geht und wo wir uns doch einige neue Impulse für Imagearbeit, für Öffentlichkeitsarbeit, aber auch für Veranstaltungen erwarten. Umgesetzt werden soll das dann durch diese neue Stadtmarketingorganisation. Alles in allem wird die künftige Brucker Wirtschaftsentwicklungs- und Stadtmarketing GmbH einen wichtigen Teil einnehmen. Diese GmbH entsteht aus der bestehenden Bruck-Obereich Wirtschaftsentwicklungs GmbH. Der erste Ansatz, den wir gehen, ist einmal, dass wir, obwohl das eine Gesellschaft der Stadt gemeint ist, die Wirtschaft aktiv mit einbauen. Wir wollen einen Marketing-Fachbeirat schaffen, der aus der Wirtschaft besetzt wird, damit vor allem die Wünsche, Bedürfnisse, Anliegen und Ideen der Unternehmen unserer Stadt sich im Stadtmarketing wiederfinden. Wir wollen nichts produzieren, was an den Interessen der Wirtschaft vorbeigeht. Zum Ersten. Zum Zweiten hat die Stadt auch bisher schon durchaus Mittel eingesetzt für strategisch interessante Veranstaltungen, hat diverse Aktionen der Wirtschaft auch finanziell gut unterstützt. Und wenn wir jetzt all diese Mittel bündeln, die es aus der Wirtschaft, aus der Stadt und sonst wo gibt, um damit einige wirklich neue, interessante Dinge aufstellen, dann glaube ich, wird das durchaus also auch dem Image der Stadt sehr zuträglich sein. Auch der Tourismusverband hat hier ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. Ist es doch gerade der Tourismus, der für schwarze Zahlen in gewissen Bereichen einer urbanen Kommunalstruktur sorgt? Grundsätzlich gebe ich Ihnen recht, ist der Tourismus ein sehr wichtiges Kriterium für Österreich. Nicht so für Bruck an der Mur, muss man sagen. Wir haben andere Prioritäten hier. Wir haben einerseits die Industrie, wir haben den Handel, wir haben eine Stadtentwicklung. Aber wir versuchen einfach unseren Teil dazu beitragen, dass das Ganze ein bisschen besser wird. Kann man sagen, dass man im Tourismus da doch eine Einheit zu schaffen versucht aus diesen drei Städten? Ist sicher ein Endziel, muss man sagen. Wir sind mit der Hochsteiermark sehr, sehr gut aufgestellt. Es wäre sicher vernünftig, die drei Städte jetzt da touristisch noch näher zusammenzurücken. Aber die Hochsteiermark ist, wie gesagt, sehr gut und die vertritt uns alle drei. In Zukunft wird es also ein verstärktes Bemühen um das Innenstadtmarketing und das Forcieren von Betriebsansiedlungen gehen. Das heißt, zusammengefasst, neue Perspektiven gehen Hand in Hand mit den Zielvorstellungen der Stadtregierung.